Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute möchte ich euch in einer Artikelserie einfach mal mitnehmen und euch aufzeigen, wie ich eine Nischenseite erstelle. Was ist eine Nischenseite? Eine Nischenseite ist eine Webseite, wo ein bestimmtes Thema oder ein bestimmtes Produkt oder Produktgruppe präsentiert wird. Der Begriff Nische sagt ja auch bereits aus, dass man bestrebt ist, einen Artikel zu finden, der nicht so populär ist im Internet und trotzdem vielleicht interessant für Kunden wäre. Wichtig ist in erster Hinsicht, wenn man anfängt, dass es so wenig wie möglich Konkurrenz gibt für das Produkt. Wenn zum Beispiel 50 oder 60 Nischenseiten über Kameras berichten, hat man kaum Chancen, in diesem Bereich überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Anders sieht es jetzt aus, wenn da zum Beispiel neue Kamerasysteme herauskommt und man tut sozusagen speziell auf dieses Kamerasystem oder auf diese Firma sich spezialisieren und diese speziellen Kameras präsentieren. Zu beachten ist, dass es nicht heißt, dass man die Produkte, die man bewirbt, physisch da haben muss. Also in erster Linie wird es so sein, wie es viele machen. Man bewirbt sich beim Amazon Partnerprogramm und sucht sich die Artikel bei Amazon heraus und diesen dann in dieser Nischenseite bewerben und verlinken. Und wenn dieser Artikel dann über diesen Link gekauft wird, erhält man sozusagen eine Provision von Amazon. Das bedeutet nicht, dass der Artikel teurer wird. Also Amazon gibt, wenn der Artikel verkauft wird und der Kauf über den Link zustande kam, gibt Amazon sozusagen von dem kompletten Kaufpreis einen bestimmten Prozentsatz. Es ist abhängig von der Produktgruppe. 5 bis 10% in der Regel bekommt man dann als Provision ausgezahlt. Man muss sich also weder um den Versand kümmern, noch um irgendeine andere Aufgabe, Rückstellung etc. Das ist nichts anderes, als man macht Werbung über ein Produkt auf einer speziellen Webseite. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass Nischenseiten nicht unbedingt immer Produktseiten sein müssen. Meine Webseite geöffnet, bei.de nennt sie, wo ich sozusagen seit 2008 über meine Erlebnisse und Geschehnisse in Indonesien berichte und auch ich verdiene darüber mein Geld. Hier sieht man ja auch schon einige Werbebanner. Ja, also ich habe zum Beispiel Transfer, hier oben ist zum Beispiel Google AdSense mit drin. Wenn dort einer draufklickt, erhalte ich sozusagen auch eine kleine Provision. Wie das dann alles funktioniert mit der Werbung einbinden, zeige ich euch dann mal im Einzelnen im Laufe der Artikelserie. Wie gesagt, es wird mit Sicherheit eine längere Artikelserie werden, weil ich euch wirklich zeigen möchte, was ich mache, wie ich es mache und was meine Erfolge sind und letztendlich auch transparent aufzeigen muss, was bezahle ich, was kosten mich zum Beispiel Tools und der Webserver. Und was verdiene ich an dieser einzelnen Nischenseite, die wir dann gemeinsam erstellen werden? Wie kann man mit einer Nischenseite Geld verdienen? Ich hatte ja schon einige Punkte aufgezeigt, Google AdSense Werbung oder Amazon Partnerprogramm, wo man einzelne Produkte sich aussuchen kann und diese bewerben kann. Unterschied zwischen Google und Amazon ist, bei Amazon kriegt man nur Geld, wenn der Kunde den Artikel kauft. Ja, also kriegt man die Provision ausgezahlt. Dafür ist die Provision dort auch höher, in der Regel 5 bis 10%, abhängig von der Produktkategorie. Und bei Google AdSense bekommt man Geld, wenn ein Käufer darauf klickt. Bei Amazon kann man sich, wie gesagt, jedes Produkt einzeln heraussuchen. Man bekommt dann sozusagen richtig so einen Affiliate-Link, den man dann auf der Webseite einbindet. Aber ich hatte schon mal gesagt, man muss sich immer unbedingt Produkte bewerben. An dem Beispiel hier von www.beide.de ist es zum Beispiel rein durch Zufall mal dazu gekommen, dass eigentlich ein komplett neuer Geschäftszweig für mich sich offenbart hatte. Ich hatte mal, dazu werden wir mal ein Inkognito-Fenster öffnen, damit Google nicht meine Suchergebnisse mal aufzeigt, sondern wenn man ein Inkognito-Fenster öffnet, dann ist das eigentlich, als ob man neu ins Internet geht. Google weiß dann überhaupt nichts. Ich gehe mal auf google.de und suche einfach mal Versand aus Indonesien oder Paketversand aus Indonesien. Und wenn man hier draufklickt,
Ja, das ist, oben ist Werbung. Werbung steht generell immer oben von DHL. Und dann stehe ich auf Position 1, steht von mir ein Artikel Versand von Briefen und Paketen aus Indonesien. Ja, und dadurch sind sehr viele Leute auf mich zugekommen und hatten mich gefragt, ob ich nicht irgendwie ein Paket versenden kann an sie. Ja, weil sie haben irgendwo was bei Tokopedia. Tokopedia und Bulacak sind so ähnliche Webseiten wie eBay und Amazon, nur in Indonesien. Aber hier in Indonesien gibt es eben Sachen, die sind in Deutschland zum Beispiel ausverkauft. Die Seite habe ich dann da aus dieser Geschäftsidee, weil Leute auf mich zugekommen sind, einfach mal erstellt. SEO ist ein wichtiger Punkt für Nischenseiten, weil ohne SEO wird man nicht gefunden. Zum Thema SEO werde ich natürlich auch ein umfangreiches Video einmal erstellen, wobei ich selbst kein Experte bin. Kommen wir zum Ende des Videos. Also mit dieser Artikelserie möchte ich eben so transparent wie möglich sein. Ich will euch aufzeigen, was man braucht, wie man so eine Nischenseite umsetzt, wie man Ideen findet und vor allem, was es kostet und was man als, ich möchte nicht sagen Anfänger, ich bin kein Anfänger, aber was man eben so als normaler Mensch, der vom Internet Grundkenntnisse oder erweiterte Grundkenntnisse besitzt, eben letztendlich verdienen kann. Ja, Länge des Artikels weiß ich nicht. Also es wird am Anfang natürlich ein bisschen mehr Videos zu dem Thema geben und später werde ich dann immer so nur mal wahrscheinlich monatlich mal Berichte bringen, was ich gemacht habe und welche Umsätze hereingekommen sind. Und ansonsten, wie gesagt, ihr könnt mich gern begleiten auf dem Weg, wie ich meine Nischenseite erstelle. Im nächsten Video werde ich euch mal meine Idee vorstellen und dann auch schon die ersten Schritte unternehmen. Und wenn euch das Thema interessiert, lasst ein Like da, abonniert diesen Kanal und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!